So, moin meine Ohrklinge, da sind wir wieder und ja, wir hoffen natürlich, dass wir jetzt ein bisschen, also die nächsten Missionen erfüllen entsprechend. Genau, das muss dann erledigt werden, bis wir heute so viel zusammengespart haben, dass wir einen vierten Truck kaufen können. Richtig. Und dann noch einen neuen Fahrer anstellen. So, der ist erledigt. Wunderbar. So. Die bringen halt nicht viel Knete auf einmal ein, ne? Das ist ein bisschen ein Problem. So, was haben wir denn hier? Nach Boston haben wir, was haben wir was nach Montpellier? Hier ist was. Ah, egal, wir sollen Aufträge nach Montpellier erledigen. Also machen wir das auch. Ah, bringt ja immer ein bisschen Abschlussprämie, ja, ne? Ah ja, es geht schon. Ach, zwei Trucks sollen das machen? Echt? Ah, ja, gut, der eine ist gleich fertig. Dann kann ich den damit dazu ziehen. Okay. Aber das wird auch knapp hier, ne? Ah, wobei er schafft ja drei Touren fast, also ja, zwei an einem Tag. Genau. Du fährst hiermit noch. Genau. Wunderbar. So, einen haben wir erledigt. Genau, der andere dauert noch ziemlich lange, ne? 50 Fahrten, aber wir schaffen ja zwei am Tag. Ja, da haben wir schon noch relativ viel Zeit. Und das hier sollte jetzt ja nun gar kein Thema mehr sein, hoffe ich. Da schaffen wir ja drei Touren am Tag. Ja. Also sechs dann insgesamt, drei pro Truck und sechs dann halt insgesamt an einem Tag. Ich verstehe aber nicht, warum er hier so einen mega Umweg fährt, ne? Warum fährt er nicht einfach... Das ist doch Schwachsinn, warum fahren sie nicht hier ab? Und hier kurz hin. So ein mega Umweg, also ein Riesenumweg aber auch, ne? Ah ja, Wirtschaftskrise, leck mich. Mir egal. Mein Business boomt. Ja, wir haben schon mehr als die Hälfte und wir haben noch immerhin 4 Tage Zeit. Na, es hat hier bloß kaum was pro Fahrt, ne? So, das schaffen wir auf jeden Fall rechtzeitig. Dann werden wir hier auch mal beliebt, das ist auch nicht schlecht. Wenn wir da ein paar Aufträge annehmen können. So, der müsste dann gleich fertig sein. Genau, der ist wieder verfügbar. Das heißt, dann gucken wir doch mal, was wir jetzt hier haben. Oh, Dauerauftrag für zwei Trucks. Pro Fahrt, das bringt nichts. Achso, siehst du, können wir mal gucken. Daueraufträge, genau. Eine für einen Truck wäre super. Von Augusta hierher, zwei Trucks. Oder ein Truck. Machen wir das hier. Eine einzige Fahrt. Das sollte nicht das Ding sein. 2 Tage Zeit, eine einzige Fahrt. Das packt er. Ast rein, super. So, nächste Mission. So, warte. Ich brauche irgendwas mit einem Truck und ordentlich Knete. Ja, das sieht ja ganz gut aus, ne? Ja, machen wir das im Flughafen. Da sind wir auch kurz davor, dass wir entsprechend die maximale Beliebtheit bekommen. Sehr geil. So, erledigt. Wunderbar, okay.
Hä, nach New York City? Ich dachte, nach Montpellier sollten wir 2 Stück machen, hä? Was soll das denn jetzt? Okay, na gut, wenn es nach New York sein soll, dann machen wir halt 2 nach New York. So. Das ist eine Lied doch. Aus irgendeinem Western. Ich bin gerade noch überlegen, aus welchem. So, erst mit Boston dauert echt noch. Los, bringt mir Schotter! Bis nach Chicago, da hinten. Das ist eine ganz schöne Strecke, ne? Ja. Hammerhart. Ich hoffe, der packt es. Ah, sicher. So. Da haben wir schon die nächste. Erst rein. Ja, und die Kosten dann sind auch schon wieder gesichert jetzt erstmal für die nächste Woche. Das ist ja die Hauptsache, ne? Dass wir die Fixkosten erstmal decken und dabei natürlich auch immer irgendwie ein bisschen Plus machen. Genau. Für Reparaturen und so weiter. Denn wir sehen, die kommen hier schon wieder relativ schnell. Mhm. Mist, ey. Naja, er braucht Ewigkeiten. Ne? Da können wir eigentlich einen zweiten Truck irgendwie mit dazu nehmen, glaube ich. Ich denke, das macht mehr Sinn. Ja, wobei, er schlägt sich ja ganz gut. Guck mal, er hat bald die Hälfte und es sind erst 9 Tage rum. Also ja, es passt. Ich denke, dass das läuft. Ja, das läuft. Hallo, ich wollte jetzt eigentlich mit dir mitfahren. Ja, machen wir das so, das ist auch okay. Genau, lass mal ein bisschen mitfahren. Stellen wir mal auf schnell. Genau. Ast rein. Er hat was, ne? Ich finde es schon cool, wie das hier gemacht ist. So. Aber es ist trotzdem krass, wie hoch unsere Fixkosten sind. Ich finde es immer noch unglaublich, ne? Dass wir wirklich so viel pro Monat zahlen sollen, oder pro Woche zahlen sollen, das ist echt übel. Naja, was soll's. Na ja, sind wir auch bald beim Maximum. Müssen wir mal ein bisschen was fahren, dass wir für die auch auf Maximum kommen, die anderen, auch wenn es vielleicht nicht so viel bringt. Aber in Hinsicht auf Daueraufträge ist das vielleicht ganz wichtig, dass wir da das maximale Angebot ausschöpfen können, ja. Naja, wir sehen diesen Monat hier, ne, nur 63.000. Haben Plus gemacht, das ist nicht so viel, das ist echt. Ja, die Aufträge waren jetzt nicht so mega gewinnbringend, die wir jetzt hatten. Ja. Dieser Monat wird besser. Schon wieder so ein Spezialauftrag. Ich habe noch nicht mal einen Fahrer verfügbar, also von daher. Ja, ne? Aber sie fährt und fährt und fährt. Sie macht das ganz super. Sehr schön. Na, wirklich schon die Hälfte jetzt weg, ne? Ist auch bald fertig hier. Ah. Passt, wir haben schon bald für 2 Wochen die Gebühren drin. Ah, siehst du, so super. Ah, ich sag doch, diesen Monat wird es jetzt besser. Muss es auch. Es kann nicht noch schlechter werden. Nee, eigentlich ist es wirklich wichtig, dass wir. Ja, was weiß ich, immer so um die 100.000. Ich denke, 100.000 ist ganz gut, weil da sind auf jeden Fall Reparaturen für alle Trucks mit drin.
falls irgendwas passieren sollte. Und ja, ich denke, das ist wirklich wichtig. So. Er fährt nach Chicago jedes Mal. Okay. Aber das packt er noch. Ja, wenn es nichts dazwischen kommt, dann schafft er das mit dem Truck. Ich hoffe es. Ich hoffe es so sehr. Ja, alles andere wäre nicht gut. So. Ja, wir müssen wirklich gleich mal gucken. Ich weiß ja nicht, wie weit ist es hier. Ah, ja, das dauert noch ganz schön lange. Aber trotzdem machen wir da erstmal weiter. Machen wir erstmal für die was. Ja, die sind beide gleich verfügbar. Sehr schön. Dann haben wir ja schon eine nach New York City erledigt, ne? Haben eine nach Boston und eine nach New York City. Sehr schön. So soll das sein. Ast rein. Dann können wir uns da... Naja, ausruhen drauf werden wir nicht. Nee, das machen wir nicht. Aber ich ruhe mich jetzt erstmal aus. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. In diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.